Ja, hallo, der Michael hier von Mika News. Ich bin zurück von der XRS in Braunschweig, Round 4, Arena 38, und ich habe ein paar schöne Videosequenzen mitgebracht, habe mit ein paar Fahrern im Fahrerlager gesprochen und bin mal kurz natürlich auch durchs Fahrerlager gegangen. Und darüber gibt es jetzt ein kurzes Video nach dem Intro. Ja, Mittagspause in Braunschweig war hier gewesen. Alle Fahrer, Fahrerinnen wurden hier zusammengerufen für das Gruppenbild. Ihr seht sehr schöne Modelle hier. Karosserien haben sie natürlich alle so lackiert, wie sie gerne möchten, also sprich in ihrem eigenen Design. Ihr seht schöne Auswahl, schöne Lackierungen, die hier präsentiert wurden. Es waren 1 zu 12 am Start, FWD-Fahrzeuge waren am Start, Tourenwagen waren mit dabei, also waren eine große Auswahl an verschiedenen Klassen. Hier gab es eine kleine Überraschung für unsere Küchenfee, und zwar ein Blumenstrauß und ein Präsent. Das hat sie wirklich super gemacht. Die Speisen waren lecker gewesen. Gab nur positives Feedback, kann man wirklich sagen. Also einzigartig, was es da an Auswahl gab. Es wurden sogar Waffeln gebacken. Hier Ralf Schmidt hat die Zeitnahme übernommen, der war auch vor Ort. Und hier ein Blick auf die Strecke: sehr schön war, dass die Kürbs ausgeliehen werden konnten. Also dadurch war die Strecke natürlich noch mal etwas besser. Und der Heimvorteil für einige: der war nicht mehr da, weil natürlich jetzt die Abgrenzung anders war als mit dem Deckel. Hier gibt es jetzt ein paar Eindrücke vom Rennen und dann später ein paar Interviews mit den Teilnehmern. Dafür haben wir ja hier eine schöne Waage, wenn wir das machen können. Und Strommessung wird hier auch gemacht. So, aktuell laufen hier noch die Vorläufer. So, hier haben wir die Zeiten, werden hier angezeigt. Auch ganz gut. Und wenn wir jetzt hier durchgehen. Haben wir hier das Catering mit den ganz leckeren Speisen hier. So, dann gehen wir mal ins Fahrerlager hier rein. Hier. Hallo, mein Name ist Thomas Schlenger, komme aus Gruppe Mitte, bin hier das erste Mal in Braunschweig am Wochenende. Strecke ist super vorbereitet, macht super viel Spaß hier zu fahren und werde den weiten Weg auch gerne nochmal auf mich nehmen. Die Strecke hat ja ziemlich viel Griff, kommst du damit gut klar? Ist das anders, wie sonst zu fahren? Ja, es ist ein bisschen anders zu fahren vom Griffniveau her, aber man kommt eigentlich mit den Autos, mit den 1.12 EB sehr gut damit zurecht. Alles klar, danke, dann gehen wir hier mal rüber. Hallo, mein Name ist Michael Holler. Ich komme auch aus Gruppe Mitte. Ich bin mit dem Thomas zusammen hierher gekommen. Und meine Meinung ist eigentlich fast dieselbe wie der Thomas. Ich komme auch sehr gut zurecht mit der Strecke. Das Drumherum, besonders zu erwähnen, ist natürlich das Catering. Ein Traum, kaum zu sehen, sowas auf einer anderen Strecke. Aber top gemacht hier. Im Ganzen eine tolle Veranstaltung. Wir kommen mit Sicherheit sehr gerne wieder und freuen uns mit Sicherheit aufs nächste Event. Die DM, ja. Ja, auf jeden Fall. Und danach steht dann die Euro an. Für uns ist eigentlich die Vorbereitung hier auf der Strecke. Das Rennen jetzt hier am Wochenende ist für uns die Vorbereitung. Darum haben wir hier gesagt, wir fahren hierher und fahren hier dieses Rennen mit dir. Sehr gerne. Ja, ich bin der Philipp Volkner, fahre die 17,5er Stock-Klasse heute beim XRS. Und an sich Bist du bin ich zufrieden? mit dem neuen Auto bin ich recht zufrieden. War jetzt der sechste Akku ist es insgesamt mit dem Auto. Vorher immer nur Fronti gefahren seit 3 Jahren. Und wie findest du die Veranstaltung? Super.
sehr schöner Ablauf, alles so in unseren Augen perfekt. Du bist ja einer, der von Karosserien lackiert. Ja. Dazu. Man sieht ja hier schon mal einen Teil von deinem Design. Genau, ich habe es mir angewöhnt. Seit 4 Jahren mache ich das Karossen selber lackieren, auf Wunsch von meinem Schwiegervater. Der hat gesagt, gut, probier mal aus, wie sieht's. Und seitdem bin ich jetzt stetig dabei, Karossen zu lackieren. Warum Winnie Pooh? Winnie Pooh, weil wir zu Hause 3 Katzen haben und die eine Katze heißt halt Winnie Pooh. Und also das ist unser Logo geworden dadurch. Alles klar, danke. Gerne. Und wenn da meine ausgehebelt, die Symbolmanöver. Sauber. Ja, wenn man überlegt, wie sauber die Emily fährt, versucht sie eine Lücke zu finden. Jetzt. Und jetzt geht die Emily vorbei. Super. Das kennst du ja nicht, ne? Und Patrick, wie läuft es bei dir? Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden? Dafür, dass das ist ja hier eine Strecke, eine permanente Strecke. Und wir Berliner fremden Leute, also wir schlagen uns gar nicht so schlecht, so weit sind wir von den Locals wie dem Herrn Heitsch nicht weg. Sehr cool, also sehr entspannt, ist so eine, ja, hat wieder diesen Charakter von so einem, man fährt mit vielen Leuten, die man mag und es ist sehr miteinander. Sehr schön. Das macht, super. Nicht so schwierig, also es liegt mir. Es hat nicht so. Ich mag ja immer nicht so Schikanen. Und die Strecke hier hat wenig Schikanen und oder keine Schikane. Und damit ist es für mich ganz angenehm. Ja, ich bin der Jonas Wiese. Ich fahre hier gerade zum 2. Mal, bin hier schon mal zum Training gekommen, einfach mal um zu gucken, wie die Strecke so ist. Es wurden noch andere Curves gelegt, die man jetzt auch schön anfahren kann. Das ist cool. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Die Strecke ist zwar ein bisschen langsamer, ein bisschen enger geworden, aber für uns als Nicht-Heimfahrer natürlich ein großer Vorteil. Haftung ist ohne Ende da. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Beheiztes Fahrerlager, leckeres Essen und so. Ist eine coole Veranstaltung. Und Auto geht bei dir? Ja, so halbwegs. Ich komme mit der Situation noch nicht so richtig zurecht. Mal gucken. Ich habe relativ viel am Setup versucht. Habe jetzt, glaube ich, auch irgendwas gefunden. Aber ich hatte jetzt vorhin das Problem mit dem Fahrerstand, weil ich sozusagen eigentlich ganz woanders stehe. Und wir jetzt nach Reihenfolge hochgehen. Und, ja, dann hätte ich schneller fahren müssen, um weiter schneller auf den Fahrerstand zu kommen. Aber so ist das. Ja, der Maximilian hatte tatsächlich noch ein falsches Übersetzungsverhältnis. Haben da 2 Zähne gefehlt. Zur richtigen Übersetzung. Und jetzt machst du richtig die Übersetzung. Und jetzt mache ich die Übersetzung richtig, dass wir 4-5 fahren, so wie das sich auch gehört. Ne? Dass nicht die anderen ihn auf der Geraden überholen. Ne? Und wie läuft es bei dir, Christian? Im Fronti stehe ich auf 1 und im Tourenwagen 17,5. Ja, da hatte ich jetzt leider gerade ein bisschen Pech und wurde abgeräumt in der ersten Runde. Und bin dann von 3 auf 4 ja, praktisch runtergerutscht. Ne? Das war nicht so schön. Jetzt guck doch mal her und sag mal, wie findest du die Veranstaltung? Die Veranstaltung ist super, gefällt mir sehr gut. Sehr gut von unserem Rennleiter organisiert. Wirklich Pluspunkt an ihn. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Alles klar, du bist ja voll am Bauen gerade. Ich bin voll am Bauen. Hier passt auch tatsächlich der Motor jetzt so nicht rein. Ich glaube, ich muss da noch mal was wegdremeln. Das weiß ich nicht. Das ist für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Henrik Heitsch. Fahre seit 26 Jahren RCK. Und 30 erst angefangen. Und sind hier heute auf dem XRS in Braunschweig, was mittlerweile mit meiner Heimstrecke ist. Und haben ein bisschen Spaß. Ja. Und wie findest du es? Immer toll. Ja. Immer gut. Immer gut. Strecke liegt hier oder? Ja, wir haben unter der Druck, ne? Wir haben unter der Woche nochmal die Strecke umgebaut mit flacheren Curbs, dass es nicht mehr so durch die Gegend fliegt, wenn man die Curbs trifft. Ich denke, das war eine gute Änderung nochmal. Dadurch ist natürlich mein Trainingsvorteil ein bisschen weg gewesen, aber ist ja nicht immer
man kann nicht immer gewinnen, oder wie heißt das so schön? Ja, das ist richtig. Ja, hallo Michael, ich bin der Christian Arendt, fahre hier das XRS in 17,5 und Fronti. Ja, und finde die Veranstaltung halt mega, ne? Du fährst 17,5, wie findest du das Layout? Schwer zu fahren? Nee, eigentlich ja, ist ausgewogen halt das Layout. Ne? Ich finde das eigentlich gar nicht so schwer. Also ich fahre lieber mehr, was so mehr Lenkung erfordert halt, ne? Viel enger halt. Da, wo es mehr um den Fahrer ankommt halt. Jetzt schon aufgeregt für den zweiten Lauf? Überhaupt nicht. In meinem Alter ist man nicht mehr aufgeregt. Da sieht man das ganz entspannt. Ja, da sieht man das ganz entspannt. Für mich steht an erster Stelle der Spaß. Alles klar, danke. Hallo, Guido Kraft, komme aus dem Westen, fahre hier in Braunschweig, das allererste Mal. Ich habe mir das mal vorgenommen, hier mal zur Arena 33 zu kommen und bin gestern das erste Mal drauf gefahren mit 1:12, fahre GT. Hab riesen Spaß, muss sagen, die Strecke macht richtig Laune. Super vorbereitete Strecke mit neuen Curbs, wie ich gesehen habe. Der Jan hat sich nochmal da wirklich Mühe gegeben vor dem Rennen. Und Veranstaltung bis jetzt super, top organisiert, Ablauf, Küche, Bombe. Also sehr zufrieden, mir macht Spaß hier unwahrscheinlich zu fahren. Die Mitstreiter machen alle Spaß, man kann miteinander fahren, ist echt gut. Und Auto geht auf dem Teppich gut, weil der Teppich hat ja richtig viel Grip. Der Teppich hat arg viel Grip. Ich habe eigentlich in den Vorläufen ein bisschen in die verkehrte Richtung gebaut, habe ein bisschen noch ein paar Sachen geändert jetzt, ein bisschen Dropout gegeben und siehe da, im Finale lief das Auto wieder Bombe und konnte richtig mitspielen und ein bisschen mitkämpfen um den Platz 2 bis jetzt mittlerweile ganz gut. Freue mich, das läuft gut. Ja, also Finale lief ja ganz gut. Das richtig. Scheint ja dann mit neuer Kraft natürlich anzugreifen. Ne? Alles wieder neu und wir fangen nochmal auf neu an. Geben wir mal Gas. Jawohl. Kannst du mal einen Olaf weitergeben? Olaf, wie findest du die Veranstaltung? Ich finde die Veranstaltung ebenfalls super. Finde ich sehr gut. Hast du nichts zu bemängeln? Ich habe bisher überhaupt nichts zu bemängeln, außer meine eigene Fahrweise ein wenig. Aber du schraubst am Auto, was machst du jetzt noch? Nein, ich bereite es nur für das zweite Finale. Ja, ich wechsle wirklich nur die Reifen und den Akku und das war's. Also ich verändere nichts. Alles klar, danke. Gerne. Ja, ich habe den kleinen Ben hier vor mir. Du bist hier, wie oft warst du schon gewesen hier auf der Strecke? Das ist jetzt mein zweites Mal, also mein erstes Rennen hier, das zweite Mal, da ich hier bin. Ich war das Wochenende, das Ganze jetzt schon hier und ich war einmal trainieren vor 3 Wochen oder 4 Wochen. Wie findest du die Strecke? Die ist ja ziemlich eng. Ja, sie ist extrem eng, also sie ist auch sehr schwer für zum Beispiel 17,5, also man muss hier. Also einen Tipp gebe ich euch, man darf hier nicht bremsen, ja. Aber allgemein, die Strecke ist sehr schwer und halt anspruchsvoll, aber ist auch cool zu fahren. Und man muss aufpassen bei 17,5, dass man am Abend hat man dann meist Kopfweh, weil das für den Kopf ein bisschen viel ist. Bist du eigentlich aufgeregt, wenn du fährst? 21,5 ein bisschen, da starte ich von 1 im A-Finale. Da bin ich ein bisschen aufgeregt und im Fronti bin ich extrem aufgeregt, weil da starte ich vom 8. im A-Finale, ist mein zweites Fronti-Rennen, also ich bin damit zufrieden. Und da kann ich halt einfach nur was von hinten machen. Ich bin jetzt im ersten A-Finale von Fronti, bin ich 5. geworden, habe ich 3 Leute überholt. Was ist deine Lieblingsfahrt? Fährst du lieber Fronti oder Turnwagen? Schwer, Strecken unterschiedlich. Auf der fahre ich jetzt lieber Tourenwagen, wenn ich ehrlich bin. Zwar dreht meiner noch ein bisschen ein, aber das ist normal. Also für heute ist das normal. Und Fronti ist eigentlich auch recht cool. Muss auch noch ein bisschen klarkommen. Ich bin der Timo. Ich fahre 1:12 GT heute hier auf dem XRS. Bislang läuft es relativ gut. Für einfach mal eben nochmal fahren, wieder nach einer längeren Pause geht das. Die Veranstaltung selber finde ich absolut klasse eigentlich, was sie hier auf die Beine stellen. Super easy, geleitet, super Catering, absolut nette Leute, wie immer eigentlich. Braunschweig ist jetzt relativ gut erreichbar generell. Dementsprechend sind auch einige Leute von ein bisschen weiter her, was natürlich dann dementsprechend dem Starterfeld zugute kommt. Macht auf jeden Fall Spaß. Du machst jetzt gerade noch Vorbereitung für den nächsten Lauf. Genau. Machst du jetzt direkt Pause? Ich habe jetzt den Quick geprüft vom Auto.
Dazu habe ich zwei Münzen etwas außer mittig vorne Achse auf Felgen gelegt, auf die Reifen. Und wenn wir das jetzt vorne mittig anheben, würde man dementsprechend sehen, wenn man langsam anhebt, welches Rad zuerst abhebt. Und da fängt dann an, die Münze das Rad zu drehen. Wenn das noch ungleichmäßig wäre, würde ich dann dementsprechend die Federvorspannung hinten entweder erhöhen, verringern, sodass dann halt möglichst gleichzeitig anfangen, beide Räder zu drehen. Ja, und hinter dir haben wir den Marlon, der führt derzeit, ne? Genau. Du hast den ersten Finale auch gewonnen. Ja, Auto läuft super. Ja. V-Kabel ist, glaube ich, nicht mehr da. Oh, jetzt ist da. Ich hatte gestern, leichte Probleme. Aber heute Morgen schnell nochmal einen Lauf gemacht, läuft einwandfrei, Auto läuft super. Besser kann ich es eigentlich nicht laufen. Ist man eigentlich aufgeregt, wenn man von startet und wenn man... Ja, total. Auch wenn man easy wegfährt? Nee, das ist, der Start ist ja immer das, was zählt. Gut, sauber halt durchkommen auch. Es ist anstrengend. Ich bin am Zittern da oben, das ist schlimm. Aber sonst, die Veranstaltung, Bombe. Das erste Mal ein XRS mitgemacht. Hammer, macht Spaß. Würde ich immer wieder machen. So. Ja, ich habe den Jan vor mir. Ja, ganz kurz, stell dich vor, wie findest du das Rennen? Du hast es ja selber organisiert. Ja, hallöchen, Jan Ratajski mein Name. Ich finde das Rennen bis jetzt ganz schön. Hat alles bis jetzt ganz gut geklappt. Ich fühle mich zwar, als hätte ich irgendwie zwei Tage durchgemacht, weil ich ja hier für den ganzen Tisch alles schraube und nebenbei noch versuche, Sachen zu organisieren, aber es ist ein schönes Rennen, macht Spaß und ich hoffe, dass wir das vielleicht nochmal wiederholen können. Ist das Feedback bis jetzt gewesen? Bis jetzt eigentlich durchweg positiv. Hauptsächlich selbstverständlich durch den verdammt guten Imbiss. Den musst du vielleicht gleich nochmal filmen, der ist echt unglaublich gut. Den kennt man so gar nicht vom Rennen. Normalerweise, ne? Trockenbrötchen und ne? Gerade so, dass man überleben kann. Aber diesmal wird man richtig umworben hier. Richtig, also gibt ja alles. Super Sache. Danke. Ja, gerne. Ciao. So, und das hier ist die gute Fee, die hier das leckere Essen gemacht hat. Und zwischendurch werden hier sogar, wird hier sogar Pfannkuchen gemacht, beziehungsweise es wurden gestern auch Plätzchen gebacken. Und da kommt sie hier von den Kids tatkräftige Unterstützung her. Nicht schlecht. Aber auch wenn ich schon gewonnen habe, habe ich. Und dort werden aktuell gerade hier Waffeln gemacht. Jetzt aber. Das ist ein Ding. Wollen wir nochmal gucken? Ja. Yeah. Jetzt bist du dran. Anheben, Pfannenwender unter. Oben festhalten, rüber. Super. Milena? Und Milena kann die andere machen. Und dann macht es jetzt Ben. Thank you.
ja, bin jetzt hier, wie gesagt, schon wieder zurück. Bilder von der Siegerehrung habe ich mit eingefügt. In Bericht ist in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso die Finalvideos von 1:12 von den Rookies. Also Rookie-Finale kann ich euch mal empfehlen. Habe ich das dritte Finale gefilmt. Toller Zweikampf von Ben und Emily. Emily hat ja den Ben überholt. Einwandfrei, perfekt gemacht. Aber es sind beide stark gefahren, genauso die anderen Finals. Super Zweikämpfe gewesen, sehr fair gefahren. Es war eine tolle Veranstaltung, sehr schön entspannt und ruhig. Ich kann euch die Arena 38 voll empfehlen, einfach mal dahin zu fahren. Ob es zum Rennen ist oder zum Training, richtig Spaß macht das Ganze. Und für Slotcar-Fans gibt es sogar eine Slotcar-Bahn dort um die Ecke. Einfach mal fragen, wann die geöffnet ist, weil die haben mehrere Facetten des Modellsports. Es gibt sogar eine Funktionsmodellabteilung, also sprich hier im Hintergrund, also der Halle, gibt es einen Außenbereich und dort können sogar Funktionsmodelle gefahren werden. Sehr schön gemacht. Dann gibt es den Ullenspegler Ring. Ist eine Außenstrecke auf der gleichen Anlage, also auf dem gleichen Gelände. Könnt ihr dann auch Outdoor fahren. Und ungefähr so 5-6 Kilometer entfernt ist der große Löwenring, also die große Außenstrecke. War ich letztes Jahr auch zur XRS, wird auch dieses Jahr wieder eine XRS stattfinden. Und wer Offroad fährt, der geht einfach zum Offroad-Verein. Die ist nochmal 1-2 Kilometer ungefähr dann vom Löwenring entfernt, also auch gar nicht so weit. Direkt am Flugplatz, direkt an der Autobahn, alles sehr zentral zu erreichen für alle. Und ja, egal was ihr fahrt, ob ihr jetzt Funktionsmodelle fahrt, ob ihr 1:12, Tourenwagen, Verbrenner, Onroad oder Offroad. Beim Braunschweiger Verein ist alles dabei. Ja, das war ein kurzes Video, mal von der XRS. Und wenn es euch gefallen hat, ganz klar, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal. Und bis zum nächsten Mal, euer Micka.